So, bam, 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 bam. Und geschafft. Und dafür gibt's ein One-Up, das ich nicht mal erwischt habe. Mann, ist das lame. Mann, ist das lame. Okay, bam und runter. Sehr schön. Sehr schön, aber dass es da oben jetzt bisher keine Starcoin gab, finde ich etwas seltsam. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, aber auch die Sicht hier ist jetzt gerade nicht die beste. Und ich weiß, über mir ist was. Über mir ist noch ein Goomba geschwebt. Ich weiß aber nicht, ob der was mit der Starcoin zu tun hat. Aber ich gehe mal stark davon aus. Was? Es geht noch weiter? Yo, what the fuck? Wie viele Münzen sind denn das? Weh, du gibst mir keine Starcoin. Dann verfluche ich dich. Komm schon. Jetzt, perfekt. Okay. Was ist denn das hier? Ah! Okay, das können wir drehen. Perfekt. Ich dachte schon, ich muss jetzt da irgendwie komplett hochspringen. Aber müssen wir gar nicht. Oh mein Gott. Was? Okay, ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Nee. Kann ich vergessen. Das hätte ich mit deinem Ding machen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass der Ring nochmal zurückkommt, oder? Kommt der rote Münzenring wieder zurück? Vor allem, ich habe jetzt fast gar keine Zeit mehr und habe noch keine einzige Starcoin. Und dieser verfluchte Helm geht einfach nicht auf meinen Schädel. Ja. Jetzt aber. So, kommt der nochmal zurück? Werden wir auf jeden Fall gleich wissen. Soll ich katapultiere mich nochmal schnell hoch, aber ich glaube nicht. Nee, das war's. Das war's, Leute. Okay. Ja, gut. Ich bin jetzt ein bisschen, ja, sprachlos. Was ich da eigentlich machen könnte. So, da unten ist auf jeden Fall eine Starcoin, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Münzen. Vor allem frage ich mich, wie ich da hochkommen soll. Also bitte. Da muss ich jetzt erst springen und uns dann hochkatapultieren. Nur ich habe die blöde Starcoin jetzt nicht erwischt. Oh mein Gott, nein! Ich hab's nicht geschafft, als ob! Und das war die zweite. Okay. Die Starcoin müsste also irgendwo am Anfang sein. Die muss hier irgendwo sein. Nur wo? Wo ist sie? Weil die ganzen Spiele haben wir da gemacht. Aber da war sie nicht. Und ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen beeilen, weil die Zeit ist mir gerade unter den Fingern weggerostet. So, ich habe keinen Tanuki-Schwanz mehr. Das ist natürlich dumm. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt unbedingt Ausschau halten. Aber ich glaube, die Starcoin gibt es für die roten Münzen, oder? Könnte es sein? So, jetzt hat Tanuki-Schwanz. Sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, dann nehmen wir uns noch den anderen Ring. Natürlich mit. Sehr schön. Und dann kümmern wir uns um die roten Münzen. So, das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. So, verschwinde. Okay, das eine Spiel brauche ich ja nicht mehr machen. Das ist ja eigentlich uninteressant. Nur ich muss mich jetzt hier echt beeilen. So, ich ignoriere jetzt einfach mal den Goomba. Jawohl. Und dafür gibt es nur einen Pilz? Okay. Ist der vielleicht da unten drunter oder so? Moment. Nee, da ist nichts. Hä, wo ist denn der? Ich habe den bisher noch nicht erblickt. Also ein bisschen komisch finde ich die Sache ja schon. Nö, da oben... Hä? Wo soll denn der bitte sein? Also entweder bin ich jetzt wieder so blind, dass ich ihn nicht sehe... Oder er ist echt gut versteckt. Wobei ich mich vorher noch beschwert habe, dass alles so leicht zu finden ist. Nur die zweite Starcoin ist eben nicht so leicht zu finden. So, nochmal. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es einen Stern gibt. Vor allem, ich habe es ja vorher schon ausprobiert. Und habe es ja auch geschafft. Nur hab ich nichts bekommen. Außer einen Applaus. Na gut, ja, dann weiß ich auch nicht so recht. Leute. Dann wird er wahrscheinlich hier irgendwo sein, weil da ist die zweite. Aber wo ist die erste? Wo zum Teufel ist die erste Starcoin? Weil ich fliege ja schon alles wirklich sehr, sehr hoch. Und passe auch immer auf, dass ich richtig gucke. Aber irgendwie klappt es nicht. So, jetzt hole ich erstmal die zweite. Und dann suchen wir mal die dritte. Weil da muss ich das echt nochmal offscreen, glaube ich, suchen. Weil anders kann ich es mir gar nicht mehr erklären. So. Letzte Plattform, glaube ich. Und hier sind auf jeden Fall Gegner. Die tue ich mal eliminieren. Mal schauen, ob das was bringt, wenn ich die eliminiere. So, was gibt's hier? Da gibt es nochmal ein Drehrad. Okay. Nochmal ein Helm. Das heißt, auf jeden Fall, wir müssen wieder irgendwas in der Luft machen. Und da gibt es einen Stern. Da gibt es einen Stern. Aber für was gibt es den Stern? Ich nehme ihn jetzt einfach mal. Weil ich nicht weiß, für was der gut ist. So, da unten gibt es eine Teleportbox.
kann man ja eigentlich sagen, aber die bringt uns nur weiter, glaube ich. Die bringt uns wahrscheinlich nur ein Stück weiter, deswegen gehen wir jetzt hier hoch. Ich will jetzt unbedingt wissen, was da oben ist. So, da oben ist eine Starcoin, okay. Okay, aber das war die dritte. Da muss es theoretischerweise auf der ersten Plattform auch sowas geben, weil ansonsten wüsste ich gar nicht, wo ich da suchen müsste. Ich kann mir das auch gar nicht erklären. Cool, eine 2D-Passage, sehr schön. Ach, finde ich das geil. Sowas finde ich immer voll toll gemacht. Also wenn man alte Sachen in ein Videospiel wieder neu reintut, das finde ich eigentlich immer am epicsten, aber okay. Das finde ich echt geil, das finde ich echt geil. Danke an euch, liebe Entwickler, für dieses tolle Level. Okay, da ich raten würde, dass wir hier keine Zeit mehr verschwenden, beziehungsweise wenn wir am Ende noch Zeit haben, gehe ich gerne nochmal hier in dieses Level zurück, um zu schauen, wo die Starcoin ist. Aber ich denke mal, wir machen jetzt das nächste, oder? Sollen wir das nächste machen? Ja. Weil wir waren jetzt nämlich schon zweimal drin. Einmal, weil ich gestorben bin und einmal, weil ich so abgeschlossen habe. Ich mache das dann, denke ich, nachher nach. Also irgendwann. Irgendwann auf jeden Fall. So. Jetzt geht es natürlich wieder um diese komischen Sprungplattformen. Na, die hasse ich. Die hasse ich. Oh mein Gott, ey. Da ist natürlich wieder auch richtiges Timing gefragt, dass man da hochkommt. Aber man kann sich auch von unten nach oben werfen. Das finde ich auch irgendwie geil gemacht. So, weg mit dir. Okay. Und die erste Starcoin im Ausschau. Also im Blick behalten. Egal, wo sie ist. Egal, wo sie ist. Könnte natürlich auch sein, dass sie irgendwo unter den Plattformen ist. Und sich erst zeigt, wenn wir draufspringen oder auch nicht draufspringen. Je nachdem. Also man muss da unbedingt aufpassen. Deswegen alles untersuchen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Also im letzten Level, das war ja katastrophal. Das war katastrophal. Man findet einfach diese verfluchte Starcoin nicht. So, eine Bowser-Box, die uns natürlich nur Goombas rauswirft. Sehr uninteressant für uns. So, wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich das am dümmsten? So, rüber. Und dann, bam. Perfekt. So, das war, glaube ich, die erste. Sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht, Dan. Das finde ich super, dass du dieses Rätsel zumindest mal gelöst hast. So, da hinten gibt es eine Wolkenplattform. Beziehungsweise eine Notenbox, die uns in die Wolken befördert. Nun möchte ich jetzt aber trotzdem gerne die ganzen Münzen haben. Und dann versuchen, da irgendwie drauf zu springen. Sehr schön. Geschafft. Geschafft. Schon wieder der 3D-Effekt. Ja, mit dem 3D-Effekt wird es ein bisschen happig, liebe Leute. Aber ich weiß ungefähr, also ich kann es ungefähr sehen. Bin mir zwar nicht immer sicher, aber ich kann es ungefähr erblicken. Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp, Leute. Das war jetzt knapp. Also, ich habe mir jetzt schon echt gedacht, jetzt habe ich es doch verkackt, weil ich vorbeifliege. Aber ich habe es doch noch zurück auf die Plattform geschafft. Mein Herz. Mein Herz ist sowas von stehen geblieben. So, hab ich da oben richtig gesehen? Ja. Fragezeichen, okay, okay. Ja, man muss hier irgendwie immer alles umständlich lösen. Ich dachte schon, da wäre jetzt der perfekte Trick-Jump notwendig, um da hochzukommen. Aber ist gar nicht der Fall. Einfach mal die Kiste wegmachen und dann passt es. So, wo ist die letzte Starcoin? Die muss ja hier irgendwo sein, oder? Irgendwo wirst du stecken und ich werde dich finden, ob du willst oder nicht. So, bam. So, dann gehen wir mal hier rüber. Ah, da oben ist sie. Da oben ist sie. Oh mein Gott, voll Zufall. Voll Zufall. So, hochspringen und nochmal und jetzt hier rüber. Sehr schön, sehr schön. So, wenn ich jetzt springen würde, würde ich tot, würde ich sterben. Deswegen lassen wir das. Springen wir hier rüber und springen dann so rüber. Perfekt. Perfekt. Also denn, manchmal habe ich es schon drauf, muss ich ehrlicherweise zugeben. Manchmal habe ich es wirklich drauf und schaffe alles auf Anhieb. Und dann gibt es wieder so Punkte, wo ich mir denke, nee, komm, lass es lieber bleiben, konzentriere dich lieber auf was anderes. Aber Videospiele gehören dann nicht zu deinen Favoriten. So denke ich mir das manchmal und so ist es auch oft genug schon gewesen, weil ich nichts geschafft habe. Sehr geil. Okay, dann hätten wir jetzt noch Toads Haus. Und natürlich noch das Castle und dann wären wir schon in der dritten Welt. Wahnsinn, es geht wirklich sehr, sehr, sehr zügig voran. Wobei ich eher glaube, das Toad House lasse ich aus, falls ich dann doch irgendwann mal ein Item brauche. Deswegen bewegen wir uns sofort zum Luftschiff. Oh mein Gott. Das Luftschiff. Es klingt schon wirklich sehr, sehr bedrohlich. Aber egal, wir stürzen uns jetzt drauf und werden das meistern. Auf jeden Fall, wir alle zusammen schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Okay, bis jetzt noch eigentlich sehr, sehr überschaubar. Fragt sich nur, wie lang. Fragt sich nur, wie lange noch. So, da gibt's eine Box. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, schon verkackt, weil ich eine Starcoin vergessen habe.
Ich glaube, ich habe eine Starcoin vergessen. Oder ist die erste? Ja, das ist die erste. Gut, ich wollte mich nämlich gerade umbringen und habe mir gedacht, okay, komm, töte dich, weil du die erste Starcoin verpasst hast. Aber nee, habe ich gar nicht. Gott sei Dank. Oh mein Gott, war das knapp. Eigentlich hätte er mich ja treffen sollen, weil ich war ihm eigentlich schon direkt vor der Nase. Aber er hat mich trotzdem nicht erwischt. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann natürlich auch mal Glück haben. Oh, Maulwürfe. Oh, da oben ist eine Starcoin. Oh mein Gott. Wieso springt Mario eigentlich immer so weit? Mario hat hier echt eine Dynamik. Der springt hier wirklich mega, mega weit. So, was gibt's unten? Ach, die dritte Starcoin. Haha. Habt ihr gedacht, ihr könnt uns verarschen? Nee, 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 Leute. Mit uns klappt das nicht. Ich habe schon gesehen, dass es unten weitergeht. Ich wusste aber nicht, wo. So, gibt's da nicht nochmal eine Box? Nein, gibt's nicht. Okay, dann ab geht's, Leute, in die Röhre zum nächsten Boss. Und wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Oh, war das nicht Bum Bum? Oder wie immer der auch heißt? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie der heißt. Keine Ahnung. Ich glaube aber Bum Bum. Bam. Oh, ist das geil. Einer von den Koopalingen wird jetzt sofort eliminiert. Wobei, der ist ja eigentlich gar keiner von den Koopalingen. Er ist ja irgendwie so ein eigenständiger Boss. Oder auch nicht? Ja, irgendwie sowas. Man kann ihn natürlich auch treffen, ohne dass er sich aufhört zu drehen. Das ist auch möglich. Man sollte allerdings auf die fliegenden Fäuste aufpassen, die einen hier belästigen könnten. Somit, Leute, unbedingte Vorsicht, wenn man gegen diesen Gegner kämpft. Denn er hat's schon. Faustdick hinter den Ohren, wie ich es gerade erwähnt habe. Es ist nicht so einfach, ihn zu treffen. Und mir war es jetzt echt leider verwehrt. Aber nach 3 Treffern ist die ganze Sache jetzt endlich vom Tisch. So, sammeln wir natürlich noch die Münzen ein. Ist natürlich auch sehr schön. Und ich weiß nicht, ob ich meinen Tanuki einsetzen soll, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, oder? Nö, nö. Lassen wir den Tanuki da, wo er ist, im Speicher. Das ist nämlich immer sehr, sehr toll, wenn sowas passiert, dass man ein Speicher-Item hat. Weil ich habe ab und zu auch gar keinen. Und Gott sei Dank habe ich jetzt die goldene Fahne erwischt, weil ansonsten hätte ich das Ganze nochmal machen müssen. Aber wir haben's doch locker geschafft. Bam! Yes! Und somit sind wir in der zweiten Welt schon fertig. Mein Gott, nach 4 Parts 2 Welten beendet. Das ist ja Katastrophe. Also ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es wirklich so lang geht. Aber Leute, wir haben es geschafft und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Beziehungsweise ich schneide euch noch kurz rein, wo die letzte Starcoin war im dritten Level von der zweiten Welt. Also bis gleich und wir sehen uns bald wieder. So, Freunde, wir befinden uns jetzt wieder in 2-3 und hier ist ein Block. Den habe ich jetzt wirklich ewig lang gesucht. Ich bin jetzt hier, glaube ich, mindestens 10 Minuten umhergelaufen und geschaut, wo zum Teufel noch so eine bescheuerte Plattform ist. Und wir haben endlich eine Plattform gefunden und zwar ganz am Anfang. Und ich frage mich, warum wir das nicht mitbekommen haben. Warum haben wir das nicht mitbekommen? Und hier gibt's oben gibt's sogar noch einen Pixel-Luigi. Pixel-Luigi noch als kleines Zusatz-Goodie für unsere harte Arbeit. Natürlich sammeln wir noch alle Münzen ein und gönnen uns noch ein bisschen Zeit. Und damit hätte ich gesagt, Leute, verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Gaming Dan und tschüss.